Was ist, Leute, hier ist wieder Drucklinus mit Folge 7 von Let's Play Assassin's Creed 3. Tja, was soll man sagen? Wir wollen Nebensachen freischalten, bevor wir Nebensachen machen, damit wir auch eine schöne Auswahl an Abwechslung und so weiter haben, und demnach machen wir erstmal Missionen, die ja in sich schon abwechslungsreich sind. Der nächste auf der Liste. Guten Abend, Gentlemen. Charmant. Prost. Bitte, Charles, ihr werdet ihn bald mögen. Hui! Catherine, alte Schabracke! Her mit dir! Papa braucht einen Drink! Wie läuft eure Suche? Mathematik und Karten reichen nicht. Eure hiesigen Kontakte? Wir müssen ihr Vertrauen gewinnen, bevor sie etwas preisgeben. Ich wüsste was, was denen auf die Sprünge hilft. Es gibt einen, der besonders gerne Indianer versklavt. Befreit sie, dann schulden die uns was. Wisst ihr, wo sie sind? Ich fürchte nicht. Benjamin Church aber. Er ist ein sehr patenter Mann. Und er steht auf eurer Liste. Und ich fragte mich gerade, wen ich als nächstes anwerbe. Wo an? Das Ganze kommt mir irgendwie ein bisschen vor wie GTA gerade. Also in GTA haben die doch immer solche Cutscenes gehabt vor den Missionen, wo die dann irgendeinen kranken Shit machen. Tja, da haben wir ein paar Hörgespräche. Ich glaube, die können wir uns dann jetzt zu Gemüte führen. Warum laufe ich dann immer runter? Ach, hier ist der Becher gelandet. Ich habe ja so aufgelacht und wurde dann ja unterbrochen im Video, ne? Ich habe mich ja gefragt, der Typ hat ja den Becher weggeworfen. Und ich habe mich gefragt, wo hat er den hingepfeffert? Weil der ist mit so einem Karacho weggeflogen. Oder ist er da? Hier liegen eine Menge Becher. Auf jeden Fall gut zu wissen, dass er noch da ist. Und wo ist die Frau hin? So. Gefällt es euch hier, Charles? Boston hat einen gewissen Charme, denke ich. Das haben alle Kolonien. Zugegeben, ihre Städte haben nicht den Glanz und die Raffinesse Londons, aber die Menschen hier sind ehrbar und fleißig. Sie haben einen Pioniergeist, der mir gefällt. Das ist schon etwas. Einen Ort zu bestaunen, der auf die Füße kommt. Tut er das? Die Franzosen bringen den Krieg aus dem Norden. Und die Spanier scheinen hier ihre eigenen Pläne zu haben. Ist das eine neue Welt? Oder nur ein weiteres Schlachtfeld? Ja, eine Geschichte so alt wie die Zeit. Und das wird auch so bleiben. Wir sind grausame und verzweifelte Kreaturen, für die nur der Sieg zählt. Die Sachsen und die Franken, die Osmanen und Safaviden. Die Liste ist lang. Die ganze Menschheitsgeschichte ist eine Geschichte der Konflikte und Unterwerfungen. Die Gier nach mehr und mehr und mehr. Ich bete, dass wir uns eines Tages bessern. Während ihr betet, handle ich. Mal sehen, wer erfolgreicher ist. Das war nur dahergesagt. Ja, aber das ist gefährlich. Worte haben Macht. Benutzt sie weise. Das habe ich im letzten Part gesagt mit dem, wenn ich was weiß, wisst ihr etwas. Also wisst ihr es, ne? Von wegen, dein Wissen ist für mich nicht von Nutzen, also stirb. Also seid vorsichtig mit euren Worten, sie besitzen eine Macht, die ihr euch vielleicht nie ausgerechnet hättet. Außerdem, Menschen sind scheiße, sie werden sich nicht bessern und es wird auch immer nur um Macht, Geld und keine Ahnung was gehen. Sind halt Menschen behindert, naja. Diese Sache mit Silas irritiert mich. Wenn England die Franzosen zurückdrängen will, müssen sie sich mit den Indianern verbünden und sie nicht versklaven. Silas ist nur seinem Geldbeutel treu. Dass seine Taten der Krone schaden, ist unbedeutend. Solange es Käufer für seine Ware gibt, wird er weiter liefern. Nur ein Grund mehr, ihn aufzuhalten. Meine Tage verbringe ich mit den Einheimischen. Ich will sie überzeugen, dass sie uns völlig vertrauen können. Dass die Franzosen sie fallen lassen werden, wenn sie erst gewonnen haben. Eure Worte müssen ihnen sinnlos erscheinen. Vergleicht man sie mit der Realität von Silas Taten. Ich habe versucht zu erklären, dass er anders ist. Aber er trägt die rote Uniform. Er befehligt ein Vor. Die müssen denken, ich sei ein Lügner oder ein Narr. Oder gar beides. Verzweifelt nicht, Bruder. Bringen wir ihnen erst seinen Kopf. Dann wissen sie, dass ihr recht hattet. Okay. Ich muss hier noch etwas fertig machen. Wir sprechen uns später. Ja, aber... Verzeiht, Sir, aber ich habe zu tun. Ich muss erstmal zweimal fragen. Zwei oder dreimal, bevor dieses Symbol weggeht. Und eher gehe ich nicht. Sonst kommt vielleicht doch noch was ich verpasse.
Das will ich nicht. Ei. Hier der mit seinem Umhang da. Habt ihr gesehen, wie der rumgewuscht ist? Und Alter, hier ist eine richtige Drogenbude gerade. Also, sieht so aus wie bei mir, wenn meine Eltern nicht da sind. Hahaha. Nein, ich habe mit sowas nichts zu tun. Und überhaupt Eltern, das ist ein... Naja. Schon wieder teleportiert. Och Mensch, ich mag das nicht. Ich würde gern viel lieber dorthin laufen, wo ich hin muss. Church-Residenz. Sequenz 2, der Chirurg. Wunderbar. Charles? Sir? Wir sind wohl nicht die Einzigen, die nach Mr. Church suchen. Mist, er könnte überall sein. Was tun wir jetzt? Ihn finden. Kommt. Ich zeige euch wie. Die Assassinen und ihre Werkzeuge. Immer wieder praktisch. So. Ach, ja klar. Wir haben ein Bild, wie er aussieht, und holen uns jetzt wahrscheinlich durch Abhören Informationen, wo er stecken könnte. Also. Wir sollten uns nicht einmischen, auch wenn es mit guten Absichten geschieht. Aber wenn ihr es gesehen hättet. Sie waren sicher betrunken, so wie sie sich aufgeführt haben. Am helllichten Tag, unerhört. Aufgeblasener Knappe. Wenn sie die ASS eines Gegners gelb füllen, bewegen sie sich zwischen die zwei Zivilisten, um unterzutauchen. Aber ich kann mich nicht bewegen. Ah, jetzt. Warte mal. Huch. Ich habe doch nur das Schwein gestreichelt. Och, Mann. Mann. Ich wollte das Schwein, streicheln. Ich habe ihm Essen gegeben. Ich wollte ihm doch bloß ein bisschen Essen geben, bevor ich dann gehe. Uff, teleportierende Männer. Das ist nett. Naja. Das gab's nicht in den früheren Assassin's Creeds. Das ist neu. Ah. Sollen wir seiner Familie schreiben? Was meint ihr? Wir sollten uns nicht einmischen. Auch wenn es mit guten Absichten geschieht. Aber wenn ihr es gesehen hättet. Sie waren sicher betrunken, so wie sie sich aufgeführt haben. Am helllichten Tag. Unerhört. Was soll Neuerling? Wieso eigentlich ausgerechnet ich? Hier sind so viele andere Leute. Wie die da rechts langsam gegangen sind. Solch ein skandalöses Benehmen von einem, der Chirurg werden will, kann er vergessen, wenn er weiter so viel trinkt. An alle Weber, der geschätzte Handwerker Peter Witzel lädt zur Demonstration seiner neuesten Webstühle. Eine wahrhaft schändliche Vorstellung. Benjamins Eltern werden sicher entsetzt. Vielleicht sollte ich jemanden schicken, der ihn holt, bevor er seinen Ruf voll und ganz ruiniert. Richtung Nordosten sind sie getaumelt. Bestimmt zu irgendeiner Spelunke oder anderen verrufenen Orten. Befragt zuerst die Leute auf der Straße. Ich suche mir etwas Höheres. Ein Aussichtspunkt? Oh ja. Mr. Lee regelt das schon. Und währenddessen, ich will eigentlich nicht hier hoch. Ich will... Das ist er doch, oder? Dieses Gebäude ist es nicht. Das hat zu viele Meter noch Abstand. Das kann es gar nicht sein. So, naja. Wäre aber auf jeden Fall ein hoher Punkt. Mr. Benjamin Church, habe ich gerade Charles Lee gehört? Aber der könnte hier doch gar nicht sein. Ich meine, in der Nähe. Ja. So. Tschüss. Wumm. Okay. Gut genug. Wie? Er hat's überlebt? Hä?
Du willst mich doch verarschen. Zu langsam. Ich gebe dir gleich zu langsam. Bumm. Hier. Das hast du von zu langsam. Päh. Mir doch egal. So. Ja, ich sehe schon, worauf wir klettern. Okay. Das heißt, hier über den Zaun. Dann auf die Bank, erstmal auf den Kopf des einen Typen. Und dann zur New South Meeting House. Also zum New South Meeting House. Ach, die waren da unten. Nein, naja. Halt ein bisschen weiter weg. Der hat mich jetzt nicht mehr im Blick. Okay. Dann geht's weiter hoch. Hoch, 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 hoch. So. Und weiter. Wumm, wumm. So. Haben wir schon einen ziemlich hohen Turm. Es sieht schon aus wie der höchste in Boston, oder? Na, da hinten ist noch was, aber ich glaube, da können wir nicht drauf. Und da hinten. Aber ansonsten ist das schon der höchste. Mit Kreis synchronisieren. Um das Gebiet abzuscannen. Um mögliche Nebensachen und so weiter darin freizuschalten. Und auch zu erspähen, wo... Mit ein bisschen Glück. Weiß einer von denen, wo Benjamin ist. Und ein Adlersprung. Und wo man noch Leute belauschen kann. Aber finde ich mal klasse, weil hier kehren sie wirklich zu den Wurzeln von Assassin's Creed zurück. Assassin's Creed 1 war das einzige Assassin's Creed, und das Originale natürlich, wo man Leute belauschen musste, um etwas herauszukriegen. Aber da musste man das bei jedem Attentat machen. Aber sie wissen nichts. Vergiss es! Die lügen! Nein! Was soll ich tun? Drogen bringen nichts, wenn ich gucke. Taten sagen mehr als 1000 Worte, mein Freund. Pack einen von ihnen an den Schandstock. Mal sehen, was ihr dann so brabbelt. Wenn ich das ohne Grund tue, singen sie bald Lieder über uns. Das Letzte, was wir brauchen, sind Stadtschreier, die sich über unseren Machtmissbrauch beschweren. Dann vergiss es! Das Gräuel ist getan. Die Mörder sind fort. Und die, die was wissen, werden nichts sagen. Wenn die Stadt solche Schufte duldet, soll sie auch den Preis dafür zahlen. Das garantiere ich dir. Hui! Stirb! So. Zeugen beseitigen. Meine Güte. Also Leute, die was über Mr. Church wissen, nicht über mich. Mir ist mir egal. So, dann sind wir hier noch durch und müssen hier noch irgendwas finden. Aber was suchen wir? Wir haben einen großen Bereich. Einen sehr großen Bereich. Ha. Soll ich ihn durch einen weiteren Aussichtsposten abscannen? Das wäre dieser andere hohe Turm. Ach. Was glaubst du, plant? Ich weiß nur, dass es nichts Gutes ist. Hat der Vater ihn. Bestimmt suchen sie einen ruhigen Platz für ihre Bluttat. Ich habe gehört, seine Arbeit läuft nicht ohne lautes Jammern und Kreischen. Da fällt mir ein, wir sollten morgen kein frisches Fleisch kaufen. Gute Entscheidung. Und wo geht's hier hin? Hier ist doch irgendwas. Die Aktion bei dieser Mission nicht möglich, aber wo geht's da sonst rein? So, dann hatten wir hier hinten noch zwei. Da hinten waren eigentlich auch noch welche, oder nicht? Egal. Ich bot ihnen Hilfe an, doch sie schickten mich weg. Sagten, alles wäre unter Kontrolle. Wie seltsam. Haben sie gesagt, was passiert ist? Nein. Nur, dass es nicht Schlimmes sei und er bald wieder nach Hause käme. Ich habe Blut gesehen. Ich frage mich, ob es nicht doch ernster war, als sie zugaben. Wohin brachten sie ihn? In Richtung des Hügels. Vielleicht gibt es einen Arzt im Vor. Leute. Entschuldigung, Husten. Das nenne ich wortwörtlich aneinander vorbeireden. Seht ihr, Charles? Wir werden Church schnell finden, wie ich gesagt habe. Wenn ich fragen darf, Sir, wo habt ihr das alles gelernt? Wenn man so aufgezogen wird wie ich, ist das eine Voraussetzung. Eindeutig. Wahrnehmung ist fundamental für den Orden. Sie führt die Füße beim Laufen und Klettern, steuert die Hände beim Zuschlagen im Kampf. Aber das Wichtigste sind die veränderten Sinne. So beginnen wir, die Welt ganz anders wahrzunehmen. Der Orden. Ich will mal was sagen. Wir haben die Assassinenbruderschaft und den Templerorden. Oh, eine Ratte.
Ich bin auf die Ratte getreten. Habt ihr das gehört? Ich hab's gehört. Das arme Ding. Ich hab das Ding platt getreten. Nee, ich will ja bloß mal sagen. Ich dachte ja im ersten Part, helfen sei ein Templer. Ich halte das eigentlich immer noch für möglich, wenn ich seine rabiaten Methoden auf dem Schiff den Captain zu davon zu überzeugen, oben an Deck zu bleiben, bedenke. Und seine Drohungen an ihn generell, das ist nicht sehr assassinisch. Das Haus ist gut bewacht. Wir müssen an ihn vorbeischleichen. Und wenn ich davon, wenn ich daran denke, dass er jedes Mal über den Orden spricht. Den Orden, nicht die Bruderschaft. Irgendwo habe ich das Gefühl, wir steuern hier tatsächlich einen Templer. Ha. Das bedeutete aber auch, wir tun aber auch Gutes. Also, ich bin mir noch nicht ganz sicher, aber... Na, vielleicht verstehe ich was falsch. Mein härtestes Indienst ist vor allen Dingen, dass er Orden statt Bruderschaft sagt. Aber eigentlich ist das nichts Handfestes. Tja, wir müssen gerade kurz raus, denke ich mal. Schnell gehen. Natürlich, unentdeckt bleiben. Na, was soll's. Da würde ich mal sagen... Widmen wir uns mal dem. Wumm. Erstmal durch die Wand hindurch. Wupp. Das hättest du dir so gedacht. Oh, tut mir leid. Ist meine Klinge versehentlich in deinem Rachen gelandet. Da muss ich 3 X reinschneiden. X wie Xorro. Haha. So. Mhm. Bei keiner Belauschung scheitern, aber ich bin bei einer gescheitert. Hä? Oh. Alarm? Scheiße, die hat Blut an den Händen. Natürlich bemerkt er das. Und das wär's. Oder... Alter! Stirb gefällig! Oh, ein Fass. So, warte mal. Yay, ich kann im Zirkus auftreten. Ich kann durch Fässer gehen. Jetzt kann ich ein Fass aufmachen. Okay. Na gut, so viel zur Rumblödelei. Ach, schon wieder? Also jetzt bist du langsam lahm. Würde ich mal sagen. So, jetzt sind wir hier beim Lagerhaus. Okay. Zugesperrt. Hm. Ich muss den Schlüssel suchen. Wartet hier. Aber dieses und jenes machen wir erst im nächsten Part, denn ich sehe gerade, wir haben schon über 17 Minuten Aufnahmezeit. Also, bis zum nächsten Mal bei Let's Play Assassin's Creed 3. Ciao.